Jetzt babbeln wir Hessisch. Hast doch so gut gelernt. Aha, Nebenwirkungen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Bauchkrämpfe, ach du liebe Zeit. Übelkeit, Mundtrockenheit, Ausschlag, I give up. Es ist doch eigentlich wurscht egal, wie flach ein Fernseher ist. Es ist immer noch ein Fernseher. Welcher Schwachkopf zahlt 5000 Euro, um für eine Wiederholung von der Lindenstraße zu gucken? Laut einer neuen Studie ist Impotenz vererbbar. Ja, Blödheit auch. Ich möchte jetzt erst einmal ausdrücklich die Gerüchte, dass wir hier bei der NASA von morgens früh bis spätabends nichts weiter machen als in den Nasbohren abschmettern. Das ist gelogen, das stimmt nicht. Ja, jetzt mal was ganz anderes. Diese außerirdischen Gase, die hier so einstrahlen, die sollen irgendwie übermäßiges Furzen verursachen. Das Kind ohne Garantie ins YouTube. Guten Tag, ich bin der Weihnachtsmann. Das ist der Weihnachtsmann. Ich bin der Weihnachtsmann. Und ich brauche Badehaus. Ich mach dich nicht lustig über meinen Dialekt. Sonst kriegst du eins auf die Klappe. Ja, also das stimmt. Seit der Erderwärmung bilden sich also mehr Gase und auch in den Menschen und die müssen irgendwie abgelassen werden und führen dann auch manchmal zu Gestank und das müssen wir eben jetzt in Kauf nehmen. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass mit jedem Atemzug, den ich tue, ein Mensch stirbt? Ah ja, hast du es mal mit Mundwasser versucht? Nesselsucht. Aufwendig, nachher sehe ich aus wie ein Streuselkuchen, nur weil ich nicht dauernd auf dem Klo hocken will. Das ist der Weihnachtsmann und er braucht Badehaus. Ich bin der Weihnachtsmann und ich brauche Badehaus. Das habe ich gerade gesagt. Ach, was redest du denn da? Sie müsse eben jetzt damit sich abfinden, dass es nicht mehr so weitergeht wie vorher. Und dass man eben jetzt mehr fotze und das ist eben so. Ey, wenn du dich da darüber lustig machst, da brauchen wir das auch nicht gucken. Hey, ich sag's dir doch. Der zieht alles Taschen Kakao. Alles, aber auch alles. Der Japaner hat ein Kopfkissen erfunden mit einem Männerarm zum Kuscheln. Das Kopfkissen ist wahnsinnig beliebt bei Japanerinnen. Da hätte ich auch wieder mal einen Tipp. Wer sich vorstellen will, mit einem Mann im Bett zu liegen, braucht sich bloß ihre Taschenlampe zwischen den Arschback zu legen. Dass man jetzt auch nicht mehr so die Potenz hat wie vorher. Was also mal ein Riesenschwanz war, ist jetzt bloß noch ein Klapphimmelsche. Und mit dem Klapphimmelsche muss man eben auskommen und das Beste draus machen. Die Hauptsache ist doch, dass es hochgeht. Und dann ob, macht man da so ein Klapphäppchen drauf, das kaufen sie sich in der Apotheke und dann damit müssen sie auskommen. What's up, what's up? Ich weiß genau, wie das geht bei dem. Opa, bist du gestürzt? Ei, woher dann? Seit wenn man nie gehe. Ach du liebe Zeit, das ist ja alles verschrumpelt. Mit der Potenz, das ist mir scheißegal. Aber wenn ich jetzt beim Fotze explodieren tät, das tät mich doch stören. Das sind Edelsteine, die fallen von den Bäumen. Ei, was dann? Was soll ich dann jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt zu dem Ganzen hier sagen? Ich hab doch sowieso keine Wahl. Da wird sich hinterher, wenn man durch den Kakao gezogen. Antineurotisches Ödem, anaphylaktischer Schock, toxisch-epinimale Nekrolyse. Versteh ich nicht. Da musst du ja studiert haben, nur weil du Durchfall hast. Du bist im Hörraum drin. Ich kann jetzt nicht, ich bin am Telefon. Höre umdrehen. Ich hab dir es gesagt. Wann der mal stirbt, des Maul muss man extra tothaare. Ich hab mir jetzt eine Lederjacke gekauft. Wenn ich jetzt da drin fotze, kann ich da explodieren. Dampfverschluss. Dampfverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht.